Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Das wird wahrscheinlich ein etwas kürzeres werden. Nö. Wir werden einige Szenen von Sol Campbell sehen. Ihr werdet auf jeden Fall 4 Games mit ihm machen und die besten Szenen werde ich euch im Anschluss hineinschneiden. Und davor schauen wir uns jetzt die Karte ein bisschen genauer an. 1,88 groß, gering, mittel, Arbeitsrate, starker Fuß rechts. 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Braucht man beim Verteidiger, glaube ich, nicht so viel dazu sagen. Der braucht keine 5 Sterne Spezialbewegung. Der schwache Fuß mit 3 Sternen ist okay. Natürlich, je besser der schwache Fuß, desto besser kann er dann rausspielen hinten. Eine englische Ikone ist seine Icon Moments Karte. Die SBC kostet gerade um die 770.000 Coins. Wer den abschließen mag, ich denke aber, dass der teurer werden wird, sobald das SBC-Futter wieder steigt. Also möglicherweise ist er auch schon wieder teurer, wenn ihr das Video seht. Auf jeden Fall gibt es für mich 2 Campstyles, die man auf ihm spielen kann. Das ist der Shadow und der Catalyst. Ich glaube trotzdem, dass die meisten eher auf die Defensive gehen werden. Deswegen habe ich ihm auch einen Shadow gegeben, obwohl seine Passwerte jetzt nicht die allerheftigsten sind. Aber schauen wir uns das an. Mit Shadow und auch mit Catalyst geht sein Antritt auf 90 und die Sprintgeschwindigkeit auf 96. Schießen kann er eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, man wird auch nicht so oft in die Situation kommen. Eher zu Kopfbällen nach Eckbällen, schätze ich mal. Er hat 58 Übersicht, der kurze Pass 78, der lange Pass 70, Flanken 46 und eine Fehlwert von 32. Also von den Werten her schaut das jetzt nicht so überragend aus. Der kurze Pass ist absolut okay für den Innenverteidiger. Der lange Pass von mir ist auch noch, obwohl es eine Icon Moments Karte ist, könnte das ein bisschen höher sein. Flanken, ich werde versuchen, 1-2 mit ihm zu spielen, damit wir sehen, wie die aussehen. Beweglichkeit 52, Balance 54, Reaktion 89, Ballkontrolle 61, Dribbling 44 und Ruhewert 88. Ist halt ein Innenverteidiger, da gibt es viele Innenverteidiger, ihr braucht euch nur mal Varane anschauen, der hat auch absolut miese Werte im Dribbling, aber jeder weiß, dass Varane einer der besten Innenverteidiger in diesem FIFA-Teil bisher ist, die Goldkarte. Defensivwerte eigentlich, da braucht man nicht mehr viel dazu zu sagen, geht alles auf 99 bis auf das defensive Bewusstsein, das ist auf 98, aber ansonsten kranke Defensivwerte und auch kranke Physiswerte, 98 Sprungkraft mit seiner Körpergröße, mit der Kopfballpräzision. Ich denke, das könnte gut funktionieren. Ausdauer 83 ist sehr stabil für einen Innenverteidiger, das sollte locker reichen. 98 Stärke und 95 Aggressivität. Also wenn man sich jetzt ein Bild von ihm macht, ich habe Campbell noch nie in einem FIFA-Teil gespielt, dann stelle ich mir jetzt gerade vor, wie ein Schrank in meiner Verteidigung hinten drinnen steht und nichts mehr vorbeilässt, aber wir werden das testen. Powerkopfball hat er als Eigenschaft und sein Eigenprofil 9 Jahre bei Tottenham, 5 Jahre bei Arsenal, 3 Jahre bei Portsmouth und dann die Karriere langsam ausklingen lassen. 73 Spiele für England hat er gemacht und diese Karte hat er bekommen für die FIFA-WM 2002, wo er einen Treffer erzielt hat und wie ihr das seht in seinem Eigenprofil, sehr, sehr oft hat er nicht getroffen, auch nur einmal für England. Das wurde danach natürlich ausgiebigst gefeiert. Und wir haben in deinem selben Team wie Andrea Pirlo, vielleicht habt ihr das Review schon gesehen. Wir testen die beiden gleichzeitig. Auf jeden Fall vorne mit dabei Dybala, CR7 und Baccio, Tonali und Renato Sanchez sind so meine defensiven Sechser im Prinzip. Und dann haben wir hinten noch Atal, Hernandez und Roberto Carlos im Tor Donnarumma und dann starten wir rein und testen den Campbell ein bisschen aus. Gut, unser erster Gegner. Das Team schaut jetzt nicht so krass aus, aber CR7 ist dabei. So, schauen wir uns da ein bisschen das Dribbling von Campbell an, wenn wir können. Ja, er führt den Ball halt schon sehr weit, also die engste Ballführung ist das nicht. Ja, und es dauert relativ lange, aber es ist okay, sage ich jetzt mal. Schauen wir mal, schieben wir da ab und passen wir zurück. Also abschirmen kann er auf jeden Fall. Ja, da war ein bisschen zu spät dran. Ja, gut reingegangen mit dem Körper. Also der Pass hat einmal gut ausgeschaut von Campbell. Probieren wir da jetzt mal eine Flanke rüber. Die ist eigentlich auch gut angekommen. Laufpass. Ja gut, der war unter Bedrängnis jetzt schon, aber bisher muss ich sagen, wirkt das eigentlich sehr gut. Die Pässe macht er echt gut, der Campbell. Ja, schwer damit Campbell irgendwie. War vielleicht auch ein Fehler von mir. Ich
Ich weiß nicht, da hätte Campbell, glaube ich, drankommen müssen. Den hat er gut abgefangen. Den hat er echt gut abgefangen jetzt. Gut, Campbell mit einer 7,0. Allzu viel kann man jetzt noch nicht sagen. Außer, dass er 13 von 13 Pässen gespielt hat. Wir haben da ein bisschen was getestet. Das war eigentlich gut, kann man nichts sagen. Alle Dribblings auch abgeschlossen. Zweikämpfe hat er zwei gehabt, davon hat er einen verloren. Aber ja, die eine oder andere Szene war dabei. Könnt ihr euch ja selbst ein Bild machen. Wir gehen ins nächste Game. Gut, unser nächster Gegner. Oh, da hat er gut reagiert, aber irgendwie fast zum Gegner gegangen, der Ball. Ja, das hat er gut gemacht jetzt, Campbell. Ja, da räumt er gut ab, da räumt er gut ab. Ja, ich finde, die Pässe macht er eigentlich gut, Campbell. Also, das reicht voll aus, das Passspiel. Und einmal einen langen Pass nach vorne. Ja, der kommt zwar nicht an, aber das ist halt Monty, der da steht. Ah, Campbell gut mitgelaufen, gut gemacht. Ja, gegen Anschlusshype kann auch Campbell nichts mehr machen. Probieren wir nochmal eine Flanke. Ich finde, die kommen gut, die Flanken, auch wenn Sanchez da den Kopfball nicht bekommt, aber es ist gut angekommen. Glück gehabt, aber Campbell da ein bisschen langsam beim Mitlaufen. Campbell, was war das? Da muss Hernandez aushelfen. Ja, hat er schön gemacht dagegen, aber auch beim Mitlaufen wieder. Er ist nicht der schnellste eigentlich. Ja, auch der Pass aus der Bedrängnis gut gespielt von Campbell. Eine 6,9er Bewertung für Campbell. Ich war nicht hundertprozentig zufrieden. Die Pässe 6 von 9, die kommen aber gut. Also, ich habe da ein bisschen was herumprobiert auch. Die kommen eigentlich gut. Ich würde nicht sagen, dass das irgendwie ein Ausschlusskriterium ist. 7 von 8 Dribblings, das passt eigentlich auch. Aber er hat auch alle seine Zweikämpfe gewonnen. Aber seine Geschwindigkeit ist doch ein bisschen grenzwertig. Das liegt wahrscheinlich an seinem Bodytype, dass er dadurch nicht der Allerschnellste ist. Auch wenn er, ich glaube, 90 Antritt waren es hat. Ja, das könnte ein bisschen ein Problem werden. Gut, unser nächster Gegner, das schaut jetzt nach einem heftigeren Team aus. Ah, das erste Mal ein Kopfball da jetzt von Campbell, der war nicht so gut. Ja, es war jetzt gut von Campbell. Ja, schön mitgenommen eigentlich. Das geht klar. Ah, jetzt ist er gut gestanden da. Yes, sehr gut, Campbell, sehr gut. Ja, gut reingegangen da von Campbell. Mit dem muss man echt sehr aktiv verteidigen, kommt mir vor. Ja, da kann man nicht viel machen gegen so einen Querleger. Hat mich auch nicht hops genommen, auch da jetzt. Gut, Campbell mit einer 6,5 hat eine solide Leistung meiner Meinung nach gebracht. Da konnte er nicht viel tun, sogar einen Schuss aufs Tor gehabt. 7 von 8 Pässen waren erfolgreich. 5 von 6 Dribblings, keine Flanken, keine Zweikämpfe. Ich glaube, wie gesagt, bei den Toren konnte man ihm jetzt nicht so viel vorwerfen. Der Gegner war auch ziemlich stark. Wir gehen in ein abschließendes Game. Messi, Neymar, Mbappé, CR7. Läuft bei ihm. Ja, da war es sehr weit hinten, drängt ihn aber gut ab. Ja, Campbell steht dann als Fels in der Brandung. Ja, da steht er zu weit weg einfach, Campbell, meiner Meinung nach. Da muss er näher dran stehen. Ja, auch da, Campbell. Weiß nicht. Also gegen Ronaldo hat er irgendwie nicht so gute Karten, aber dafür körperlich jetzt. Ja, Ronaldo ist nicht so sein Freund. Wahnsinn.
Ja, das war gut von Campbell. Das war gut, hat er sich ordentlich reingestellt. Ja, da hat er jetzt gut seinen Körper eingesetzt. Gut gestanden von Campbell. Ja, Campbell jetzt mit einem super Spiel da. Das macht er jetzt diesmal echt gut. Da war er sehr weit weg jetzt, der Campbell. Ja, Gott sei Dank noch irgendwie gerettet da jetzt. Ja, Kopfball nochmal von Campbell da. Gut, Campbell, glaube ich, jetzt mit dem Spiel seines Lebens, also dem Spiel seines Lebens in den vier Spielen bei mir da jetzt, da hat er einen guten Job gemacht. Er hat einen Schuss sogar aufs Tor gehabt. 19 von 19 Pässen, also ganz, ganz krank. Er hat zwar ein paar Mal Probleme gehabt hinten, aber trotzdem 13 von 14 Dribblings, keine Flanken und seine zwei Zweikämpfe, die er beide gewonnen. Mit CR7 hat er halt einiges zu tun gehabt da hinten und mit Mbappé und ein paar Mal hat er das gut gemacht, ein paar Mal nicht so gut. Muss sagen, war trotzdem gefühlt auch das beste Game derzeit, einiges verhindert. Gut, mein Fazit zu Sol Campbell. Das letzte Spiel war das Spiel seiner Spiele in den vier Testspielen. Da hat er echt einiges gut gemacht, auch wenn er nicht alles gut gemacht hat, aber gegen CR7 hat er halt so seine Probleme dann gehabt. Was mir krass aufgefallen ist bei Campbell ist, mit dem Bodytype und mit seiner Größe und mit seiner Beweglichkeit, also 90 Antritt, 96 Sprintgeschwindigkeit, das fühlt sich oft nicht so an. Das ist einfach oft irgendwie langsamer, aber ansonsten, er steht hinten teilweise sehr gut und ab und zu kommt er mir dann auch wieder ein bisschen lost vor. Man muss auf jeden Fall, das ist mein Gefühl nach vier Games jetzt mit ihm, sehr, sehr aktiv mit ihm verteidigen. Also ich habe das Gefühl, er macht wenig von sich selbst aus. Also er steht da einfach mit seiner geringen Mittelarbeitsrate irgendwie hinten herum. Er kommt nicht wirklich mit nach vor, aber er geht auch nicht ganz nach hinten, was halt ein bisschen gefährlich ist. Mir wäre da fast lieber, er hätte gering hoch, dass er noch weiter hinten steht, weil bis er ein bisschen in Tritt kommt mit seiner Statur, dauert es halt und da ist oft ein Aubameyang, glaube ich, ist mir auch immer wieder mal davon gelaufen. Die Gegner waren jetzt auch nicht die schlechtesten, das muss man auch dazu sagen. Also bei zwei von den Games habe ich ordentlich gekämpft gegen die Gegner und da muss man halt echt viel aktiv mit ihm machen. Der Pass, vor dem sollte man sich nicht schrecken, der Pass war gut, auch die Flanken waren eigentlich brauchbar, da kann man nichts sagen. Und er hat auch oft seine Stärke gut eingesetzt. Auch das Dribbling fand ich jetzt nicht irgendwie krass schlecht oder so. Das war auf jeden Fall brauchbar, das Dribbling. Da könnt ihr jetzt nicht sagen, dass der irgendwie sich wie ein LKW oder so gesteuert hätte. Er ist auf jeden Fall ein Schrank, nicht so beweglich wie jetzt ein Alaba. Ich spiele ja gerne den Alaba Road to the Final und der ist natürlich anders beweglich wie ein Campbell. Wenn man so einen gewohnt ist, dann wird man mit Campbell wahrscheinlich eher weniger Freude haben und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt mein Problem, weil ich die ganze Weekend League mit Alaba gespielt habe und jetzt auf Campbell, der halt eher ein Schrank ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht, mir persönlich wäre es nicht wert, ich werde die SBC auslassen, mir ist er einfach zu klotzig und zu wenig aktiv, damit muss man halt zurechtkommen, dass man sehr, sehr viel selbst machen muss mit dem, die CPU macht nicht sehr, sehr viel für ihn. Er hat auch nur den Power-Kopfball, da gibt es auch noch dieses, auf Englisch heißt es Dive into Tackles, ich weiß nicht, das Hineingrätschen oder so, glaube ich auf Deutsch, diese Eigenschaft, die hat er leider auch nicht. Das heißt, er wird auch nicht so viel abblocken, wie es zum Beispiel ein Varan tut. Ich sage es euch ganz ehrlich, ein Gold-Varan spielt sich meiner Meinung nach besser wie dieser 90er Campbell. Man hat halt da den Vorteil, dass man eine Ikone hat aus England, ein bisschen besser zu linken eventuell, aber ein Gold-Varan macht meiner Meinung nach einen besseren Job wie der, aber das sieht vielleicht jeder wieder ein bisschen anders. Für mich ist Campbell persönlich jetzt keine Option, er ist nicht schlecht. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass der irgendwie unbrauchbar wäre, aber ich glaube, es gibt bessere Optionen um den Preis. Zum Beispiel einen Tomori, könnt sich gerne mal das Review von Tomori auch anschauen hier auf meinem Kanal. Der ist sicher preislich ein bisschen günstiger, kann man halt nicht als SBC abschließen, aber meiner Meinung nach besser als Campbell. Da können natürlich, wie gesagt, die Meinungen auseinandergehen. Ich hoffe trotzdem, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von dem. Probiert gerne die Leihkarte von dem aus. Dafür sind die Leihkarten da. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild von dem machen, bevor ihr da die SBC abschließt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Danke für euren Support. Gerne den Kanal abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, gerne ein Like da lassen, gerne auf Twitch und auf Instagram vorbeischauen. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.